Thomas Moritzer ist bei uns, der Präsident des Bogensportverbandes Nordrhein-Westfalen. Ist das alles richtig? Ist alles richtig. Super, hallo. Thomas. Stefan, Heiko. So, drehe ich ein, Stefan. Dann werde ich euch kurz erzählen, was wir mit euch vorhaben. Also, jeder hat 6 Pfeile. Diese Entfernung, das sind ungefähr... sind genau 18 Meter. 18 Meter. Ja, das ist, glaube ich, für Olympioniken, die schießen aus der Entfernung auf Grippeviren. Aber ihr müsst die Scheibe treffen. Es ist einigermaßen erkennbar, was die Punkte ergeben. Also wir haben insgesamt 10 Ringe von außen nach innen. Das heißt von 1 bis 10 Punkte. 10 Punkte. Ja? Genau. Und du kannst das auch alles hier erkennen. Ich versuche es zu erkennen, gebe voraus einen Pfeil zur Probe. Genau. Also dann einen Probepfeil schießen. Ja, okay, sehr gut. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich rauszukriegen, Rechts- oder Linkshänder, aber ihr wart beide Rechtshänder, ja, wenn ich richtig aufgepasst habe. Das ist dann auch wichtig für den Bogen. Ne? Wir haben beide Bogen hier liegen, Rechtshand-, Linkshandbogen. Okay. Das sind die Bögen mit dem Holzgriffstück. Die Pfeile, die schon geschossen sind, bleiben drin stecken? Die bleiben drin stecken. Nur der Probepfeil wird rausgezogen. Ah, okay. Ja? Aber das heißt doch, wenn ich dann beim zweiten Mal genau den ersten Pfeil treffe, gilt das trotzdem dann als Treffer da an der Stelle? Dann werde ich dich Robin Hood nennen und du kriegst eine Feder auf die Mütze. Aber mach das erstmal. So, dann nehmt doch schon mal eure Sportgeräte in die Hand. Und bleib ich hier. Okay. Die freundlichen Jungs werden auch... Was kriegen die jetzt noch für eine Manschette, Thomas? Das ist ein Armschutz. Der ist eigentlich nur dazu da, dass die Sehne dem Neuling nicht auf den Unterarm schlägt. Das könnte schmerzhaft werden. Das könnte schmerzhaft sein. Zum anderen werden sie an der Hand, die zieht, mit einem sogenannten Fingerschutz versehen, einem Tap. Nee, ist gut. Gut, bei 6 Schuss ist es nicht so notwendig, aber wenn man ein normales Turnier 144 Pfeile schießt... Ach so, das ist so ein bisschen diese Kastagnette, die... Das könnte dann zur Blasenbildung an den Fingerkuppen führen. Okay. Wichtig ist noch, vielleicht für die einen oder anderen, die es nicht wissen, also die stärkere Hand, das ist die Spannhand. Ne? Also nicht die Hand, die den Bogen hält, sondern die... Man zieht die Sehne mit der Hand, mit der man schreibt. Okay. Und man lässt den Bogen nicht ohne Pfeil nach vorne flitschen. Oh, das ohne ist was? Ohne Pfeil den Bogen nicht nach vorne loslassen. Ist das Etikette oder ist das ganz gefährlich? Das ist nicht Etikette, das ist schädlich für den Bogen, weil eben keine Energie abgebaut wird. Wo ziele ich denn? Über den Pfeil, über die Pfeilspitze. Ach so, es gibt hier nicht so Kimme und Korn oder sowas? Nein, Kimme und Korn über die... Also das hat nichts zu bedeuten, dieses Ding, was hier an der Seite ist. Nein. Da lege ich den Pfeil aber drauf. Jeder einen Probeschuss. Ach so, der Pfeil liegt da. Stefan beginnt mit dem Probeschuss, danach wird Thomas hier anpfeifen. Ja, das geht alles ganz korrekt. Über den Pfeil ziehe ich. Mit einer Pfeife. Man zieht den Pfeil. So, Stefan, nimm den Pfeil, es geht los. Mach einen Probeschuss. Okay. Thomas, du bist der Chef im Ring. Ja, gut, viel Spaß beim Bogenschießen. Es geht um 10 satte Punkte. So, und muss ich den jetzt hier vorne so? Nee, ne? Nicht so mit dem Finger halten. Einmal drauflegen. Und aber nicht so. Nein, den Finger brauchen wir gar nicht. Okay. Den Finger jetzt. Wo da drauflegen? Hier an der Seite oder auf da? Auf dem Pinockel. Nein, da wo er drauf lag. Ach, auf dem Finger. Okay. Jetzt 90 Grad versetzt zur Scheibe. Ach so, so seitlich. Ja, muss ich? Das müssen Sie, ja. Okay. Und jetzt die 3 Finger unter den Pfeil, schon gut. Ja. Die Bogenhand strecken. Ja. Und jetzt versuchen mit dem Zeigefinger in den Mundwinkel zu kommen. Mit dem Zeigefinger in den Mundwinkel? Und jetzt über die Pfeilspitze. Und die Pfeilspitze muss auf das Gelb zeigen dann? Versuchen Sie mal aufs Gelb. Gut. So, Heiko, das gleiche hier, ein Pfeil. Pfeil auflegen, dass die orangefarbene Feder vom Bogen wegguckst, sonst schießt man sich die Feder in den Bogen. Ja. So auflegen. Man braucht den Pfeil nicht festhalten. Ja. 3 Finger unter den Pfeil. Der Haltepunkt. Haltepunkt, wenn man den Finger in den Mundwinkel packt, den Haltepunkt über die Pfeilspitze, Haltepunkt ins Gold und dann mal korrigieren. Beide Schützen wissen jetzt, wie sie korrigieren müssen. Zu hoch geschossen, also ein wenig die Pfeilspitze nach unten nehmen. Ja. Gut, wir spielen das wie folgt: 6 Wertungspfeile. Gleichzeitig schießen oder ist wurscht? Immer abwechselnd. Okay, immer abwechselnd. Lassen wir dem Gast den Vortritt? Mir ist egal, wer. Können gerne anfangen. Heiko, erster Pfeil. Ja, ist so, ne? Genau. Bitte? So. Achso, die Pfeile müssen noch raus. Die Pfeile müssen noch raus. Und eben warten. Ja. Oder lass uns doch schon schießen. Haben Sie schon mal einen Pfeil abbekommen, so im Rücken? Noch nicht. Für den Heiko wäre es eine 1 gewesen.
Und für den Stefan eine 4. Aha. So. So. Und wenn ich anpfeife, kann Heiko mit dem ersten Wertungsfall beginnen. Machen wir abwechseln oder wie? Abwechseln, ja. Schützen klar? So, Heiko, erster Schuss, eine 3. Okay, jetzt ich. Stefan? Mhm. Und Feuer frei. Stefan, erster Schuss, eine gerade gerissene 6. Ja, ich gebe es den Armen, ich nehme es den Armen und gebe es den Reichen. So. Heiko, zweiter Schuss. Ja. Nee, Quatsch, umgekehrt. Ich nehme es den Reichen und gebe es den Armen. Nimmst es den Armen, genau. Zweiter Wertungsfall, Heiko, eine 3, Gesamt 6. Okay. Stefan. Ja! Yeah. Ich werde es kontrollieren. Ich schieße auch Post für Sie, wenn Sie mich mal brauchen. Eine 6 für den Stefan. Gesamt 12. So. Dritter Schuss. Eine 3. Heiko, dritter Schuss 3, Gesamt 9. Achso, noch hier ein bisschen gerade vor, okay. Ja! Wahnsinn. Kann ich mir viel sagen, Stefan? 10. Ja, danke schön. Gesamt 22. Heiko, vierter Wertungsfall. Muss ich kontrollieren. Aber schnell, sonst schieße ich. Eine 4. Und Sie wissen ja, wie gut ich treffe. Eine 4, damit 13 Ränge gesamt. Okay, so. Eine 9. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Macht 31 zu 13. Oh. Oh.
Eine 6 macht gesamt 19. Ah. Eine 4, 35. So. Letzter Wertungsschuss, eine 7, somit gesamt 26 für den Heiko. Ja. Mann, gut, bleib hier, das Thomas, bleib hier, ja? Bleib hier. Überrascht, ehrlich gesagt. 9 oder 10? Ja. Ja, ist ja wurscht. Ist fast egal. 44 gesamt. Denn Stefan hat doch deutlich gewonnen. Deutlich gewonnen, ja. Hier ist die Punktevergabe. Auch dieses Spiel geht an Stefan Raab. Das heißt, jetzt 10 drauf. Sind wir schon bei 42. Oh.